läuft. Kooperation zwischen Fachhandwerksunternehmen und Energieversorgern. Ist das ein Zukunftsmodell? Dieser Frage wollen wir im SAK-Talk einmal nachgehen und haben uns dazu kompetente Gesprächspartner eingeladen. Ich begrüße Dr. Schwarz, Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes Sanitär, Heizung, Klima in Bayern. Sie vertreten rund 5.000 Handwerksbetriebe. Dann weiter Herrn Stör. Sie sind Geschäftsführer von Celseo mit rund 100 großen Handwerksbetrieben. Und last but not least, Herrn Geier, Sie sind Geschäftsführer der RWE Energiedienstleistungen und haben uns im Vorfeld schon gesagt, dass Sie ein interessantes Contracting-Angebot für das Fachhandwerk bereithalten, worüber wir heute einmal sprechen wollen. Ja, Herr Geier, große Energiedienstleister und mittelständische Handwerksbetriebe, passt das überhaupt zusammen und wie kann man da partnerschaftlich umgehen? Was haben Sie dem Handwerk anzubieten? Ja, vielen Dank erstmal. Grundsätzlich haben wir uns ja entschieden, das Thema Energiedienstleistungen auszubauen als Geschäftsfeld, weil das Thema Anlage und Energie wächst mehr und mehr zusammen und die Bedeutung auch dieser Wechselwirkung steigt immens. Die Formel für Energieeffizienz lautet bei uns bei der RWE Energiedienstleistung minus 20 gleich plus 100. Und das bedeutet nichts anderes, als dass, wenn wir es schaffen, 20% Energieeffizienz zu steigern oder zu heben, wir heutzutage ruhig 100% mehr investieren können. Und trotzdem ist das Thema spannend und wichtig und auch rentabel, sowohl für uns natürlich wie aber auch für den Kunden, weil er langfristig sich im Grunde genommen von seinen Energiekosten nicht ganz abkoppelt, aber zumindest die Energiekostensteigerung entsprechend dämpft. Deswegen haben wir uns dann mit der Frage auch intensiv auseinandergesetzt, wie können wir dieses Geschäftsfeld eigentlich aktiv ausbauen und was sind für uns die wesentlichen Hebel? Und wir haben uns klar in unserer Strategie dann dazu bekannt, dass wir dieses mit dem Fachhandwerk tun wollen und auch gemeinsam mit dem Fachhandwerk in Kooperationen eintreten wollen. Ganz einfach deswegen, weil wir beide an den gleichen Kunden arbeiten und beide mit den gleichen Kunden auch letztendlich genau diese eine Frage beantworten wollen. Wie können wir effiziente Anlagen für unsere Kunden letztendlich bauen und betreiben? Für unsere Kunden heißt auch immer in der Größenordnung etwa so ab 100 kW aufwärts und auch immer mit der Frage ausgestattet, können wir dort über Blockheizkraftwerke zum Beispiel direkt den Strom auch dort letztendlich erzeugen und auch beim Kunden direkt dann lassen. Diese Kooperation, und das ist unser Angebot an die Fachhandwerksbetriebe, ist, dass wir gemeinsam diese Contracting-Modelle bei den Kunden platzieren. Und zwar ist unser Modell als Contracting for Flex so flexibel auch wirklich aufgesetzt, dass die Handwerker an der Stelle entscheiden, ob sie dieses Angebot bei ihren Kunden platzieren und wie sie es nutzen können. Für uns ist diese Kooperation keine Einbahnstraße, weil wir da schon in der Vergangenheit immer mit dem Handwerk zusammengearbeitet haben, sondern wir wollen jetzt daraus eine Zweiseitigkeit machen, unsere Contracting-Angebote dem Handwerk anbieten, sodass diese sich dann auch im Wettbewerb selber bei ihren Kunden differenzieren können und mit dieser Differenzierung letztendlich auch ihren Kunden einen Mehrwert dann bringen können. In Summe sind es dann Aufträge, die dann auch durch höhere Investitionssummen dann gekennzeichnet sind und die dann letztendlich für den Kunden dann wirklich einen wirklichen Mehrwert auch dann bedeuten. Dabei sind wir dann unabhängig an der Stelle wirklich in allen Modulen aufgestellt. Wir sind nicht von der Technologie her fixiert, wir sind nicht von der Lösungsmethodik her fixiert, dass es zum Beispiel nur Gaskessel gibt oder nur Ölkessel gibt, sondern wir sind wirklich komplett Technologie- und auch brennstoffoffen. Das können regenerative Projekte werden. Wichtig ist nur, und das ist unser Kooperationsangebot an das Handwerk, dass der Handwerker selber dieses seinen Kunden anbieten kann und selber bei den Kunden auch letztendlich das Zepter in der Hand behält, diese Contracting-Leistung dort zu platzieren. Das Zweite ist, dass wir gemeinsam natürlich, wenn wir den Markt so in der Form bearbeiten wollen, auch gemeinsam uns neben den Produktschulungen natürlich intensiv auch mit den Vertriebsschulungen auch stärken und gemeinsam diese vertrieblichen Antritte beim Kunden auch untereinander abstimmen. Das gleich an Sie die Frage dann auch. Sie vertreten ja tausende mittelständische Unternehmen, Handwerksbetriebe im klassischen Sinne. Können große Energiedienstversorger überhaupt Partner des Fachhandwerks werden? Welche Voraussetzungen sind dafür zu erfüllen? Oder überwiegen auf Ihrer Seite beim Fachhandwerk doch noch die vielleicht so ein bisschen negativen Bedenken, dass man da eine Konkurrenz kommen sieht?
Nein, also es ist so, grundsätzlich ist eine Möglichkeit einer Partnerschaft, einer echten gelebten Marktpartnerschaft möglich. Ich habe sehr gerne gehört, was Herr Geier gesagt hat, dass der Handwerker das Zepter des Handels in der Hand halten soll. Das ist für uns die Grundvoraussetzung für solche Partnerschaften, dass man die dann auch entsprechend gut am Markt unterbringt. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist uns immer, wie man so schön neudeutsch sagt, die gleiche Augenhöhe, das heißt ein partnerschaftlicher Umgang miteinander, dass der Energiedienstleister, der im Hintergrund wirklich auch im Hintergrund ist, auch im Hintergrund bleibt und der Handwerker nach außen gegenüber dem Kunden auftritt und dort entsprechend als kompetenter Systemlöser oder Problemlöser beim Kunden auftreten kann. Sie sprachen die kleinen und mittelständischen Handwerksbetriebe an. Natürlich ist ein solches Konzept nicht für jeden Handwerksbetrieb unbedingt das, was er verfolgen möchte. Es gibt durchaus Betriebe, die so etwas gar nicht umsetzen, nicht umsetzen wollen, teilweise nicht umsetzen können. Es ist aber diese Umsetzung nicht unbedingt eine Frage der Größe des Betriebes, sondern der Spezialisierung des Betriebes. Es gibt Betriebe im Bundesland Bayern, die sich da entsprechend auch positioniert haben mit wenig Mitarbeitern, relativ wenig Mitarbeitern sich positioniert haben und die trotzdem solche Systemlösungen anbieten können. Also ich sage das nochmal ganz global. Grundsätzlich ist eine faire Marktpartnerschaft zwischen einem Energiedienstleister, der auch aus der großen Energieerzeugungsindustrie oder Unternehmen kommt, mit dem Handwerk möglich. Es ist kein direktes Indiz, wie groß der Partner im Handwerk ist. Wichtig ist, dass dem Handwerker das Heft des Handels in der Hand bleibt. Das heißt, dass das Produkt neutral ausgeschrieben wird und dass die Kalkulationsfreiheit beim Handwerker verbleibt. Ja, Herr Stör, Kalkulationsfreiheit. Ein Teil Ihrer Unternehmen, die Sie vertreten, arbeitet schon mit Energiedienstleistungen zusammen. Wie stellt sich denn diese Zusammenarbeit zwischen Versorger und SAK-Fachhandwerk in der Altersarbeit dar? Ja, wir haben schon bei unserem ersten Treffen, Herr Geier hat es gerade erzählt, festgestellt, dass sowohl RWE als auch wir eigentlich von demselben Kunden sprechen, von dem Kunden im Objektgeschäft. Wir reden dabei von Kunden, die wir auch heute haben, das heißt öffentliche Einrichtungen, Industriekunden, Krankenhäuser, Hotels, alles das sind heute unsere Kunden, die Kunden unserer Mitgliedsbetriebe. Ja, in Zusammenarbeit mit der RWE können wir heute unseren Kunden vor allen Dingen bei teilweise, was wir merken, immer sinkender Investitionsbereitschaft und teilweise fehlender finanzieller Möglichkeiten heute sicherlich eine Alternative anbieten im Contracting-Geschäft. Und zwar, was uns eigentlich im klassischen Betrieb sonst eher verloren gehen würde. Die gemeinsamen Projekte, die wir abwickeln, schon abgewickelt haben und zukünftig noch abwickeln werden, sind für beide Seiten interessant, denke ich, weil wir bedingt durch die Größe und die Verteilung unserer Mitgliedsbetriebe auf das halbe Bundesgebiet über das gesamte Spektrum in der Gebäudetechnik verfügen. Das heißt also nicht nur Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung und Elektro, sondern vor allen Dingen auch mit einer ganzen Portion Spezialwissen aufwarten können, was sicherlich für beide Seiten von Vorteil ist. Im Übrigen war für uns auch deshalb die Entscheidung pro RWE deshalb interessant, weil uns schlicht und ergreifend einfach ein strategischer Partner für das Contracting-Geschäft fehlte und wir diesen mit RWE gewonnen haben. Zwischenfrage gleich. Das heißt, Sie können so ein Zusatzgeschäft generieren mit so einer Partnerschaft. Ja. Also es ist so, dass wir im klassischen Vertrieb, also gehen wir mal davon aus, wir haben einen Kunden, der eine größere Anlage benötigt. Dieser Kunde, wie gesagt, aus den Gründen einer sinkenden Investitionsbereitschaft beispielsweise oder sinkender oder fehlender finanzieller Mittel einfach über dieses Volumen nicht verfügen oder verfügen will, wird dort schon die Möglichkeit haben. Denn die Alternative heißt für uns, wenn der Kunde kein Geld hat, ja, dann müssen auch wir Lebewohl sagen, und zwar so lange, bis er wieder Geld hat, um für diese Investition bereit zu sein. Und das Contracting-Geschäft ist halt für uns eine gute Alternative. Ich möchte mal gerne noch in die Tiefe gehen, Herr Dr. Schwarz. Was sind denn konkrete Punkte, die bei solch einer Zusammenarbeit definiert sein sollten? Worauf sollten Ihre Mitglieder achten, bevor sie sich dann mit zum Beispiel einem Energiedienstleister zusammentun? Ja, man muss darauf achten, dass es eine, wie vorher schon gesagt, eine faire Partnerschaft ist. Die vertraglichen Rahmenbedingungen müssen da sein.
Es muss zwischen dem Handwerker und dem Energiedienstleistungsunternehmen oder dem Energieerzeugungsunternehmen ein fairer Vertrag da sein. Sollten alle Determinanten schon bekannt sein bei Vertragsabschluss. Das geht über die Verrechnungssätze, die beim Kunden entsprechend verlangt werden. Das geht über die Fabrikate und so weiter. Es muss eben drinstehen, dass die Kalkulationshoheit, so ein Vertrag kann relativ kurz sein. Es muss drinstehen in dem Vertrag, die Kalkulationshoheit bleibt beim Handwerker. Der Handwerker macht ja solche Projekte jetzt mittlerweile auch schon. Die Leute, die sich dort beteiligen werden, machen sowas auch nicht zum ersten Mal in der Regel. Die haben Erfahrungen. Also Kalkulationsfreiheit beim Handwerk, Produktoffenheit. Es muss geklärt werden, wer macht den Störungsdienst, wie muss der Störungsdienst aufgestellt sein, wie ist die Betreuung der Anlage, wer übernimmt die Wartung, die Wartungstätigkeiten, wie oft werden die Wartungen durchgeführt und zu welchen Preisen werden die Wartungen gemacht. Wenn es so ist, wie Herr Geier das gesagt hat, dass entsprechend der Handwerker hier den Hut aufbehält, dann hat jeder Handwerker seine eigenen entsprechenden Erfahrungen und diese Werte werden auch über die Republik zwangsweise von Nord nach Süd differieren und von Ost nach West sowieso. Insofern wird man hier jedem Kunden gerecht werden mit den Preisen, die verlangt werden. Ich möchte noch anfügen, dass es solche Contracting-Modelle in Bayern auch gibt. Mittlerweile gibt die großen Gasversorger in Bayern, die sowas schon auch in Kooperation mit dem Fachverband dort schon vor Jahren geplant haben und eingeführt haben. Man muss leider mit einem weinenden Auge sagen, dass es im Moment mehr Lösungen als Nachfrage gibt. Das mag ein wenig mit der süddeutschen, ich beziehe da Baden-Württemberg mit ein, Mentalität zusammenhängen, dass die Menschen im Süden lieber etwas bar bezahlen beziehungsweise komplett bezahlen, als dann über ein Ratenmodell oder ein Contracting-Modell hinterher einen Aufpreis mitbezahlen für eine Leistung, die sie eigentlich nicht bräuchten, wenn sie die Anlage selber gekauft haben. Das ist das Problem, die sehen wir auch, solche Modelle in den Markt zu bringen. Und dann entsprechend die Leute davon zu überzeugen, dass es funktioniert. Thema Gewährleistung, wie stehen Sie dazu? Gewährleistung ist die normale Gewährleistung. Wenn das der Handwerker einbaut, übernimmt er die Gewährleistung. Wenn er die Arbeitsleistung erbringt, wenn er das Material in Umlauf bringt, dann ist er entsprechend erstmal der erste Ansprechpartner im Gewährleistungsfall und muss dann, wenn es sich um eine hardwaretechnische, also eine gerätetechnische Gewährleistungsfall handelt, dann muss er sich entsprechend über den normalen Vertriebsweg, unseren professionellen Vertriebsweg, über den Großhandel beim Hersteller dann entsprechend den Gewährleistungsanspruch des Kunden dort über diese Kette sozusagen abwickeln bis zur Zufriedenheit des Kunden. Das heißt, er betreibt sein klassisches Geschäft? Er betreibt sein klassisches Geschäft eben mit einem starken Partner im Hintergrund, der gegebenenfalls, falls das von dem Partner gewünscht ist, zum Beispiel Finanzdienstleistungsangebot oder auch ein Versicherungsangebot mit hinterlegt, das eben ein etwas größeres Modell, Herr Geier sprach ja von Modellen über 100, 120, 150 kW Anlagen, das sind ja keine kleinen Anlagen mehr, die auch ein gewisses finanzielles Einsatzbereitschaft des Kunden benötigen, voraussetzen, dass dann entsprechend hier auch die finanzielle Abwicklung mit erledigt wird. Herr Geier, Sie haben jetzt einige Punkte gehört, die der Handwerker gerne hätte, beziehungsweise die auch gewährleistet werden sein sollten in so einem Modell. Wie sehen Sie das? Ja, ich möchte erstmal auf den einen Punkt von Herrn Dr. Schwarz nochmal eingehen. Also Contracting ist für uns und die Energiedienstleistungen sind für uns mehr als eine Finanzierungsalternative oder Finanzierungsvariante. Sondern sie sind deutlich darüber hinaus. Sie garantieren dem Kunden eine Effizienz ihrer Anlage und das über den Preis. Und gleichzeitig bekommen sie auch die energiewirtschaftliche Gesamtkompetenz über die Jahre. Also wie entwickeln sich die Märkte zum Beispiel im Energiebereich und erschließen sich daraus natürlich auch die Möglichkeiten, die sich natürlich sofort eins zu eins auch wiederum in ihren Dienstleistungs- und Entgelten dann wiederfinden. Dr. Schwarz bestätigt eigentlich im Grunde genommen unsere Analysen auch. Also wir brauchen eine Partnerschaft auf Augenhöhe, eine Gegenseitigkeit, ansonsten wird das Ganze nicht funktionieren. Ansonsten wird es einfach an der Stelle scheitern. Und deswegen bieten wir unser Contracting-Modell offen dem Handwerksbetrieben an, dass sie ihre Kalkulationshoheit besitzen, wenn der Handwerksbetrieb einen Kunden an der Stelle im Grunde genommen bringt, ein Contracting-Modell dort platziert hat, damit der Kunde mittelfristig seine Kosten dämpfen oder sogar senken kann, dann wird über dieses Thema, wie hoch ist die Investitionssumme, nur noch ein einziges Mal besprochen, damit es nämlich bei der Preis
heißt Bildung unsererseits mit eingeflossen, einfließen kann. Ansonsten ist das Thema überhaupt nicht mehr existent. Und genauso geht es bei uns auch im Rahmen einer nachhaltigen Partnerschaft darum, dass die Betriebe, die die Anlagen auch bauen, letztendlich selbstverständlich natürlich auch für die Wartung, für die Entstörung an der Stelle bereitstehen, sofern sie das denn dann auch wollen. Muss man auch sagen, nicht jeder Betrieb hat einen 24-Stunden-Notdienst. Da muss man dann schon mal mit den Betrieben sprechen, wie wir das denn gemeinschaftlich dann auch lösen können. Denn es gibt ja auch Lösungen, die zwischen 22 und 6 Uhr morgens zum Beispiel nicht unbedingt eine Notwendigkeit dann haben. Da gibt es dann auch Lösungswege. Aber generell, wenn wir eine nachhaltige Partnerschaft haben wollen, dann geht es nur so, dass die Regeln, die wir dann auch in der gemeinsamen Zusammenarbeit haben, auch gemeinsam gelebt werden. Wir stellen unsere Regularien, die wir in der Vergangenheit hatten, absolut in Frage. Wir können uns auf das Handwerk einstellen. Herr Stör kann vielleicht auch davon berichten, dass wir zum Beispiel das Thema Zahlungsmodalitäten gemeinsam bearbeitet haben, und zwar gemeinsam mit dem Handwerk, die gesagt haben, bei uns sieht es so und so aus. Und darauf können wir uns dann an der Stelle dann auch einstellen oder annähern an dem Punkt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man diesen gemeinsamen Markt geschlossen bearbeiten will und zusätzliche Chancen dann auch als Handwerksbetrieb dann greifen will. Sie haben die Ausführungen von Herrn Geier gehört. Arbeiten Ihre Betriebe auf Augenhöhe wirklich mit dem? Ja, also ich kann sagen, in der Zeit, wo wir zusammenarbeiten, seit etwas mehr als einem Jahr jetzt mittlerweile und durch alle Schulungsgeschichten durchgegangen sind, können wir von einer durchaus guten und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit RWE berichten. Das hat sicherlich aber auch damit zu tun, dass wir die Anforderungen seitens RWE sowohl fachlich als auch unternehmerisch sicherlich erfüllen. Das ist also ein wichtiges Kriterium. Ja. Also darum gehe ich bei diesem Modell vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube und bin davon überzeugt, dass eine Gemeinschaft wie die von Celseo eine Art Modellcharakter hat für derartige Kooperationen. Denn ich glaube, dass erst solche Gemeinschaften es erlauben, mit einem Partner wie RWE professionell und partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Und ich denke auch, immerhin geht es hier um einen eher in Anführungszeichen neuen Markt, der durchaus Chancen bietet, und zwar für beide Seiten und für alle Seiten. Ja. Aber auch da darf man nicht vergessen, dass es sicherlich seitens unserer Handwerksbetriebe auch ein Mehr an Qualität bedarf. Ja, das ist also, nicht jeder Betrieb ist dafür geeignet, vielleicht auch mit Energieversorgern, in unserem Fall mit RWE zusammenzuarbeiten. Das heißt also Themen wie Qualifizierung, wie Weiterbildung, Spezialistenwissen, betriebswirtschaftliche Kriterien und so weiter gehören sicherlich dazu. Wir von Celseo haben gelernt, eigentlich uns mit unserer Gemeinschaft anders aufzustellen und uns eine Abgrenzung zu anderen Betrieben darzustellen. Und dabei werden wir im Übrigen nicht nur von der RWE, sondern auch von unseren Industriepartnern und unseren Großhandelspartnern tatkräftig unterstützt. Ja, dann abschließend die Frage an alle beteiligten Energiedienstleister und SHK-Handwerksunternehmen. Ist das eine Chance für beide? Wie sehen Sie das? Also ich habe das eingangs ja schon gesagt, ich denke schon, dass das ein Zukunftsmodell sein kann. Unter den genannten Rahmenbedingungen wird das mit Sicherheit in Zukunft ein noch stärkeres Augenmerk der potenziellen Kunden finden. Einige Sachen hat Herr Geier ja gesagt, warum und wieso die Leute das machen werden. Wir sind sicher, dass das ein Zukunftsmodell sein kann, wenn es fair abläuft, und davon gehe ich jetzt bei dem geschilderten Modell aus. Wie gesagt, es gibt schon mehrere Angebote im Markt. Es liegt jetzt letztendlich beim Handwerk und auch bei den potenziellen Kunden, auf diese Möglichkeiten aufzugreifen und das entsprechend dann im Markt umzusetzen. Aber grundsätzlich würde ich Ihre Frage positiv beantworten. Das heißt, Sie als Fachverband begleiten das wohlwollend kritisch für Ihre Mitglieder? Wir haben das in der Vergangenheit immer schon getan. Wir haben immer diese Verträge, die dann entsprechend als Vertragsmuster entworfen wurden von den einzelnen Anbietern in Bayern. Wie gesagt, große Flächenversorger in Bayern, aber auch einzelne Stadtwerke haben wir immer drüber geschaut, haben da entsprechend auch für faire Konditionen sind dafür eingetreten und haben das entsprechend auch dann unserer Mitgliedschaft kommuniziert, dass wir diesen Vertrag auch mal angeschaut haben und den entsprechend diesen Globalvertrag einmal geprüft haben. Herr Stör, eine Chance? Ja, also wir sehen es auf jeden Fall als Chance. Wir sehen es auch etwas weniger unter den politischen Regeln und Richtlinien, sondern eigentlich eher aus unternehmerischer Sicht und aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Und wir denken, dass hier ein Markt entstanden ist und in
im Entstehen ist, von Wachstumsraten von 10%, 15%, 20%. Und darum wollen wir uns diesem Markt stellen und nicht entgegenwirken. Also wir sehen es schon durchaus als Chance. Herr Geier, eine Chance mittelfristig, langfristig oder kurzfristig? Also diese Chance wird sich mittelfristig, denke ich mal, ganz stark entwickeln. Der Energiedienstleistungsbereich wird wachsen. Unter den ganzen Diskussionen, die wir jetzt ja im Umfeld haben zum Energiekonzept der Bundesrepublik, wird es eine stärkere Dezentralisierung geben. Eine stärkere Dezentralisierung heißt aber auch, dass Energie und Anlagen weiterhin zusammenwachsen und dass natürlich diejenigen, die Anlagen bauen und diejenigen, die Energie an der Stelle liefern wollen, auch miteinander stärker kooperieren müssen und stärker zusammenwachsen müssen. Und deswegen setzen wir auf dieses Konzept. Deswegen glaube ich fest daran, dass wir das Fachhandwerk und uns als RWE Energiedienstleistung gut zusammenpassen und auch diesen Markt gemeinsam gut bearbeiten können. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich wünsche dieser zarten Pflanze, die da im Entstehen ist, viel Glück, auch im Sinne aller Beteiligten, sprich dem Fachhandwerk, unseren dreistufigen Firmen und Ihnen als Dienstleister. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön.